Zur Parität einer Funktion in R. Starten wir mit dem Beispiel, die Funktion f, die jeder Zahl x ihr Quadrat zuordnet. Das Quadrat von 2 ist 4. So entsteht der Grafikpunkt mit Koordinate 2, 4. So entstehen alle Grafikpunkte. Wenn das hier die Zahl x ist, wie hier ungefähr 2,5, dann ist die Zahl minus x, das heißt ungefähr minus 2,5, diese da. Wir sehen in der Animation schön, wie minus x sich verändert, wenn x sich verändert. Das Quadrat von x, das ist x². Das Quadrat von minus x, das ist auch x². Was also heißt, die Zahl minus x hat durch diese Funktion genau dasselbe Bild wie die Zahl x. Hier gilt also, f von minus x ist gleich zu f von x. Und da das Bild von minus x, das heißt diese Zahl, genau dasselbe ist wie das Bild von x, das heißt diese Zahl, erkennen wir deutlich eine Achsenspiegelung des Graphen gegenüber der y-Achse. Wir sehen das schön in der Animation. Der Graph der Funktion x² ist achsensymmetrisch und die Symmetrieachse ist die y-Achse. Allgemein, jedes Mal, wenn eine Funktion so ist, dass das Bild von minus x genau dasselbe ist wie das Bild von x, sagt man, die Funktion sei gerade. Und jedes Mal, wenn eine Funktion gerade ist, dann muss ihr Graph achsensymmetrisch gegenüber der y-Achse sein. Machen wir das mal weg. In der Eingabezeile von GeoGebra tippe ich nun eine andere Funktion, f von x gleich 1 geteilt durch x. Enter und sofort erscheint hier der Graph von 1 auf x. Hier kann ich wieder schön die Zahl x bewegen und je nachdem wie x variiert, wird minus x mit variieren. Das Bild von x, das ist die Zahl von da bis da, das ist die Ordinate y von dem Punkt P, das ist die Zahl f von x. Das Bild von minus x ist dieselbe Zahl, aber nach unten gerichtet. Schauen wir, ob diese Zahl f von minus x wirklich dasselbe ist wie minus f von x. In der Animation ist das sehr schön zu erkennen und in der Animation stellen wir auch sehr schnell fest, jedes Mal, wenn f von minus x dasselbe ist wie minus f von x, dann ist der Graph punktsymmetrisch gegenüber dem Ursprung O des Bezugssystems. Schauen wir nochmal in der Animation. Stimmt. Also, wenn eine Funktion f diese algebraische Eigenschaft hat, dann ist sie gerade und geometrisch ist das daran zu erkennen, dass der Graph achsensymmetrisch gegenüber der y-Achse ist. Wenn eine Funktion diese algebraische Eigenschaft hat, so ist sie ungerade. Und dann ist der Graph dieser ungeraden Funktion automatisch punktsymmetrisch gegenüber dem Ursprung des Bezugssystems. Schauen wir einige ganz besondere Beispiele. Die Funktion f, die jeder Zahl x, die Zahl x selbst, zuordnet. Der Graph ist punktsymmetrisch gegenüber dem Ursprung, also ist diese Funktion ungerade. Bei x², das hatten wir eben schon, diese Funktion ist gerade, x hoch 3 ist ungerade, 1 auf x ebenfalls, 1 auf x² ist gerade, Betrag von x gerade.
Quadratwurzel von x. Hier ist keine Achsenspiegelung gegenüber der y-Achse zu erkennen, denn den Graphen links von 0 gibt es nicht. Es ist auch keine Punktsymmetrie zu erkennen aus demselben Grund. Also ist diese Funktion nicht gerade und auch nicht ungerade. Man sagt, sie sei weder gerade noch ungerade. Kubikwurzel von x ist ungerade. Dieser Halbkreis ist selbstverständlich gerade und die Funktion Sinus ist ungerade.